Hallo und herzlich willkommen bei Windows.de. Wie Sie wissen, haben wir vor kurzem Windows 10 vorgestellt. Wir haben uns jetzt die Entwicklerversion heruntergeladen und werden diese jetzt nun installieren. So, das heißt, wir haben die CD, die ISO-Datei gebrannt, haben jetzt die DVD eingelegt und werden jetzt das Ganze installieren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es wirklich nur eine Entwicklerversion ist, das heißt, es ist noch keine Vollversion. Die Vollversion wird mit Quartal 2 2015 geplant. Deswegen bitte dieses nur dann installieren, wenn Sie wirklich A experimentieren wollen oder B, wenn Sie einen zweiten Rechner haben, den Sie nicht so oft gebrauchen. Wir haben hier das Ganze auf einem normalen Laptop jetzt. Aber wir werden es auf diesem Laptop installieren, damit wir Ihnen zeigen, wie die Oberfläche aussieht und wie die Installation von sich geht. Natürlich muss auch ich gestehen, dass ich das jetzt zum ersten Mal mache, die Windows 10 Version. Von daher bitte sollten hier Fehler auftauchen oder ich es nicht zu 100% wissen, dieses zu entschuldigen. Wie gesagt, ich habe es nur heruntergeladen, den genauen Download-Link finden Sie dann in der Videobeschreibung und habe es gleich jetzt vor, dieses zu installieren. Das heißt, wir gehen das gemeinsam jetzt durch, damit Sie sehen, wie das Ganze zu installieren ist und wie die Oberfläche aussieht. Jetzt hat das Ganze angefangen, die Installation. Im Moment ist es nur auf Englisch in 64, 32-Bit verfügbar, von den Sprachen her dann das Ganze in Englisch, die UK-Version, auf Chinesisch und auf Portugiesisch. So, wir machen jetzt, wir nehmen jetzt mal die Standardmethode natürlich und sagen hier Next. Und sagen als nächstes Install Now. Das Setup wird jetzt gestartet, wie Sie sehen. Für den alltäglichen Gebrauch ist diese Windows 10 Version nicht zu gebrauchen. Das heißt, Sie können hier nicht vollwertig auf alles zugreifen. So, das müssen wir das Ganze noch bestätigen, die ganzen Datenschutzbestimmungen und auf Next. So, jetzt werden wir gefragt, wie wir das möchten. Möchten wir Upgrade oder Custom? Natürlich nehmen wir Custom hier. Ich habe hier schon was installiert, deswegen wähle ich das einmal aus und sage hier Delete. So. Delete. So, nun installiere ich hier auf meiner Festplatte und sage hier Next. Ich glaube, diesen Installationsvorgang sollte jeder von uns kennen. Den haben wir auch unter Windows 7 gehabt, auch unter Windows 8. Wie Sie sehen, ist das Ganze hier gleich geblieben. Ob das jetzt so bleibt, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wie gesagt, das ist ja eine Preview-Version, das heißt nur eine Version zum Testen, ob das jetzt auch wirklich so bleibt oder ob sich da was ändert. Das steht leider Gottes noch nicht fest, genauso wenig wie die Preise. Das Setup ist auch gleich fertig, wie Sie sehen. Das heißt, das Betriebssystem wurde auch schon installiert. Jetzt werden noch die Updates installiert und schon geht es weiter mit einem Neustart. Das heißt, wir drücken hier auf Restart Now. Jetzt wird das ganze System neu gestartet. Dann sehen wir gleich, wie die neue Oberfläche aussieht. Es gibt ja unter Windows 10 jetzt den Startbutton mit einem Startmenü, der zusätzlich also auch Kacheln enthält. Und es wurden hier auch einiges verbessert, wie dass ich jetzt mehrere Desktops, virtuelle Desktops habe. Das heißt, ich brauche nicht
das ständige Minimieren, Maximieren von Fenstern, sondern habe mehrere virtuelle Desktops, wo ich alles hin und her verschieben kann. Ich habe eine neue Funktion, wo ich alle geöffneten Fenster sehe und diese auch hervorheben kann. Natürlich wurde auch an der Touch-Oberfläche gearbeitet für Benutzer, die Touchgeräte haben, wie Tablets oder Handys oder auch Laptops natürlich mit Touchscreen, das gibt es ja auch schon mittlerweile. Ganz wichtig natürlich, nachdem Sie das heruntergeladen haben, müssen Sie die Datei auf DVD brennen. Es ist ja eine ISO-Datei. Sie können das Ganze mit Windows-eigenen Mitteln sogar brennen. Wie das geht, finden Sie natürlich bei windowspower.de auf unserer Seite. So, wir sind gleich fertig mit der Installation, wie Sie sehen. Nach einem neuerlichen Neustart sollte jetzt Windows 10 starten. Dann sehen wir auch das erste Mal die neue Benutzeroberfläche in Real oder in Natura. So, jetzt können wir entweder online gehen, Einstellungen oder einloggen. Das heißt, wir brauchen hier mal WLAN, das wählen wir auch aus. Ohne WLAN funktioniert das Ganze nicht. Jetzt geben wir den Schlüssel ein. Und gehen dann als nächstes auf Next. Jetzt wird das Ganze verbunden mit dem WLAN. So, wir nehmen hier natürlich die Express-Einstellungen. Jetzt müssen wir unseren Account einstellen, also unser Benutzerkonto, aber das wollen wir nicht. Da sage ich Cancel. Anscheinend geht das doch nicht. So. Das kann man erst nachher, so wie bei Windows 8, konnte man ja erst nachher dem Offline arbeiten. Also nicht, dass man mit dem Microsoft-Konto verbunden ist. Anscheinend auch hier bei Windows 10 das Ganze. Jetzt werden wir nach unserer Microsoft-Adresse gefragt. Das geben wir auch ein. Falls Sie nicht wissen, wie Sie hier ein Add machen, das funktioniert ja normalerweise mit Alt, GR und den Add, also auch den Q. Dadurch, dass wir aber jetzt hier eine englische Tastatur haben, mit Shift und der Zahl 2. So, als nächstes. Next, falls Sie keinen Account haben, dann können Sie natürlich hier eins generieren. Das nächste, Next. So. Als nächstes sagen wir, I can't do this now, das interessiert uns nicht. Dann als nächstes sagen wir hier Set this up as a new PC, also als ein neuer PC. So, die Cloud, die lassen wir jetzt auch aus. Das müssen Sie natürlich nur bei der Erstinstallation machen, diese Schritte, und nicht jedes Mal. Damit haben wir die Einstellungen auch schon fertig. Jetzt sollte sich unser Startmenü ändern. Jetzt kommt einmal Hi, die Begrüßung. Was hier auch neu ist, natürlich die Apps können wir jetzt auch minimieren. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit Vollbildmodus arbeiten wie
unter Windows 8 das Ganze bekannt war. Dort haben wir ja nur im Vollbildmodus mit den Apps arbeiten können aus dem Store. Das muss ich hier nicht mehr unter Windows 10. Jetzt werden die Apps einmal installiert aus dem Store. So, die Apps sind schon installiert. Jetzt wurde auch noch die Grafikkarte eingestellt, wie Sie sehen. Das sehen Sie sofort natürlich anhand der Schrift, die ist natürlich schärfer dargestellt wird mit einer höheren Auflösung. Ganze dauert jetzt nur noch ein paar Minuten, dann können wir schon loslegen mit unserem neuen Windows 10. Eigentlich haben alle damit gerechnet, dass nach Windows 8.1 Windows 9 kommen sollte, aber Microsoft hat dann doch überrascht und das Ganze in Windows 10 umbenannt. Tja, und los geht's. Let's start. Sie sehen, das ist unsere Oberfläche. Wir haben hier, wie Sie sehen, schon automatisch unseren Play Store drinnen. So, jetzt schauen wir uns das Startmenü an. Das heißt, wir drücken hier auf Start und Sie sehen, ich habe hier wieder das Startmenü, was alle bemängelt oder kritisiert haben. Und zusätzlich habe ich hier natürlich auch Kacheln. Wir haben hier vorgegebene Apps, die schon installiert sind. Und natürlich haben wir hier auch, wie Sie sehen, die Möglichkeit jetzt mehrere Fenster zu öffnen. Und ich sehe hier, was ich geöffnet habe. Das heißt, ich kann hier wirklich mit mehreren Desktops arbeiten. Das Ganze werden wir jetzt auch testen, indem wir hier Internet Explorer mal öffnen. So, das machen wir. Das nächste, was wir machen, wir machen unseren Store auf. Beim ersten Mal dauert das Ganze natürlich wenig länger, weil ja alles noch geladen wird. Zusätzlich muss man hier bedenken, ist es ja keine fixfertige Version, sondern eine Testversion. So, jetzt haben wir zwei Fenster geöffnet und zusätzlich mache ich hier noch den Explorer auf. Das wollen wir auch noch aufmachen. Und jetzt verwenden wir die neue Funktion, das heißt, wir gehen hier drauf. Und Sie sehen, ich habe hier alle geöffneten Fenster auf einen Blick und das heißt, ich kann hier viel, viel schneller arbeiten, kann diese natürlich auch schließen und kann hier viel schneller zugreifen auf meine offenen Fenster. Das ist neu und zusätzlich kann ich hier wieder etwas aufmachen, einen neuen Tab. Sie sehen, ich kann hier sehr viele Tabs öffnen und kann hier mit mehreren virtuellen Desktops arbeiten. Natürlich wurde hier auch die Suchfunktion wieder integriert. Das heißt, ich habe hier die Suche und kann hier suchen natürlich das Ganze entweder in den Apps oder im Internet. Wenn ich jetzt sage Einstellung, gut, Einstellung geht ja nicht, dadurch, dass wir auf Englisch haben. Wir nehmen mal Settings. Wie gesagt, ich installiere das auch das erste Mal. Sagen Enter. Dann ist er auf Internet Explorer auf Settings gegangen. Gut, das wollen wir nicht. Machen wir wieder zu. Schauen wir uns einmal die Einstellungen an, was es hier gibt. So, dann haben wir hier die PC-Settings. Gut, hier hat sich, so wie es aussieht, nicht viel geändert. Natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, hier alles einzustellen. Das wollen wir aber auch nicht. Es ist leider Gottes sehr abgespeckt, dadurch, dass das Ganze ja eine Testversion ist, wie gesagt, nochmal zum Erwähnen. Was hier auch noch auffällt, hat Microsoft natürlich ganz darauf verzichtet, hier eine zweite Oberfläche zu machen, was wir durch das Windows-Zeichen unter Windows 8 Punkt 1 erreichen konnten. Das gibt es hier nicht mehr. So, jetzt gehen wir uns nochmal das Startmenü.
was hat sich hier geändert? Diese Dokumente, die Bilder nach wie vor, die Settings, Snipping-Tool ist auch drauf, der Rechner und so. Und hier haben wir dann alle Apps. Wir sehen auch hier nicht wirklich etwas Neues, aber was können wir mit den Apps machen? Rechtsklick und wir können eins machen. Wir löschen es vom Startmenü, wir können in die Taskbar, wir können das Ganze also deinstallieren, wir können es kleiner machen, wie Sie sehen, vier verschiedene Größen, oder ich kann das Live hier deaktivieren. Versuchen wir mal an die Taskbar, das wollte ich jetzt nicht. So. Das heißt, draufklicken, Rechtsklick, der Taskbar und schon, wie haben wir es hier unten an der Taskbar. Wie sieht es jetzt hier aus mit den Einstellungen? Auch hier hat sich nichts geändert. So, wir starten noch den Task Manager. Wie der aussieht. Das sieht irgendwie anders aus. Gucken wir mal unter mehr Details. Gut, jetzt sehen wir, hat sich auch nicht geändert, so wie bisher unter Windows 8. Wir haben hier natürlich unser Willkommen. Da klicken wir drauf und dann sehen wir hier, was hier Neues gibt. Machen wir wieder zu. Was für Version, das interessiert uns auch noch. Welcher Internet Explorer ist hier installiert? Internet Explorer 11 ist hier installiert, wie wir sehen. Und ansonsten von den Einstellungen sehe ich persönlich nichts Neues, was hier auch jetzt wieder Vorteil ist. Ich kann es jetzt schließen, ganz normal und wie gesagt minimieren, was ich ja vorher nicht konnte. Unter Windows 8 habe ich ja hier alles geöffnete gehabt. Und was hier auch noch auffällt, es wurde auf die Shamsbar verzichtet. Wir haben ja hier die Bar gehabt, wenn Sie mit der Maus da drüber gefahren sind, dann konnte man hier, wie gesagt, die Shamsbar sehen. Auch das wurde hier gänzlich verzichtet. Wir werden Ihnen noch in weiteren Schritten noch vorstellen, was es hier Neues gibt. Das ist einmal für den ersten Moment. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall, Ihr Windows Power.de Team.